Moin, Elche und ich machen heute eine kleine, etwas größere Tour. Also, ruhig. Nicht. Irgendwie müssen wir hier rüber, Dicke. Hm? Wie ist das denn? Nimm mit. Komm, nimm mit. Thank you.
Sie haben es gewittert. Da habe ich mich eben noch geärgert, dass ich noch kein Tier gesehen hatte, also großes Tier, Hirsch, Wildschwein etc., Rehe und bumm, Jackpot und weiter. Viele Grüße an den Rest von den Autobahnen. Kennt ihr den Platz hier noch? Alles klar. Halt mal so Papa. Weg ist die Straße. Also wenn der Stausee komplett voll oder voller ist, dann steht das alles, wo wir jetzt gerade draußen unter Wasser. Samt der Brücke da hinten. Aber da gehen wir jetzt gleich drüber. Gott sei Dank, das hätten wir noch um einiges weitergehen müssen.
Also, alles gut? Ich habe auch neue Stiefel an. Das sind die Hikes P9. Ja, so sind die eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ich habe, wenn ich sehr steil bergauf gehe, dann tun die in den Fersen weh. Das muss ich mir mal zu Hause genauer angucken, was da los ist. Jetzt gleich will ich mit Elzin, meiner Bergziege, da hoch. Sieht jetzt nicht wild aus, aber das sind schon ein paar Meter. Ja, die Felsen habe ich erreicht, aber mit Hund und ohne Seil ist das hoch nicht zu schaffen. Vielleicht hier in der Seite. Ja. Schon war ein bisschen Aufstieg. Also, ich musste auch auf allen Vieren. Ne, Dicke? Ne? Meine kleine Bergziege. Also ich bin oben und wenn ich junge Zuschauer habe, dann bitte nicht nachmachen. Weil ich komme hier oben an und was steht hier? Jawohl, jawohl, ich bin ganz oben. Das ist die Bestziege. Ne? Echt wie eine Bergziege. Aber die hat mich gerade auch ein paar Mal unglaublich angeguckt. So, hä? Weiter? Boah. Und weiter. Komm, komm, Dicke. Jetzt hätte ich schon Spaß gehabt. Es geht nach Hause. Wir sind fast am Parkplatz. Und da geht nach Hause. Bis zum nächsten Mal.